Ja, sag ich das Spezial. Felskraft. Mit Felskraft. Das wird mir nicht wehtun. Also nicht wirklich. Gut, die gesenkte Initiative, das ist so ein bisschen was. Ist das Einzige an einem. Mal gucken, es reicht. Ja. So, tschüss, Marschock. Und Level 30 Kramox. Militär. Wo wir gerade bei Kramox sind. Jetzt wollen wir Kramox ins Rennen. Ich weiß nicht, wie Militär vom Typ Kampf ist, das ist mir schon klar. Psycho ist es ja ebenfalls. Das heißt, es kann mit den Flugattacken nicht viel machen. Und wenn du eine fette Flugattacke machst, kein Problem, sag ich. Ja, heute da war das kommt. So, Flügelschlag. Drauf. Jetzt Offenlegung erstmal ganz schnell. Folgt uns sogar. War jetzt vom Typ normal. So, was haben wir denn? Das nächste, was jetzt wächst, was jetzt hochgeht, das Bliprin. Okay. Also Bliprin wird auf jeden Fall jetzt der nächste sein. Ich denke mal, das dauert jetzt auch nicht mehr allzu lange, bis es dann in die Entwicklung geht. Zu Empoleon. Zu seiner finalen Form. Ponita braucht, glaube ich, Level 40 oder 42, gucken wir mal Level 30. Kramux entwickelt sich durch den Finsterstein, da müssen wir auch nochmal gucken, was wir bekommen. Militi braucht noch 7 Level. Also, es wird langsam. Dauert nur einfach. Was haben wir denn? Dieser Quartett. Ich verletze dir einen Schlag am Namen der Liebe. Haja, für die Liebe. So, was hast du schon wieder? Lass mich raten, ja natürlich. Ich du hast schon wieder irgendwas Eintöniges, das ist ein Marschock. Und so, jetzt könnte ich eigentlich, sollte es eigentlich sogar kein Problem sein, das Pokémon zu besiegen. Nein, statt Dank. Das ist 26er 10. Scheiße, die Initiative sind. Ich kann aber das Ganze erreichen. So, Marschock noch einmal. Ja, es ist halt leider jetzt momentan nur Marschock, Marschall, Bachollo. Militi hat man jetzt gerade noch eins. Level 31 für Bliprin. Und es bleibt dabei bei diesem eintötigen Mist. Das ist immer noch wieder ein Marschock. Das ist jetzt das dritte von ihm. Jetzt hoffe ich, dass ich mal irgendwie den Volltreffer alleine einen Zug kriege. Nein, kriege ich nicht. Das ist immer noch dabei. Das hat Geltung. Geltung ist. Okay, geht nicht. Ich habe auch schon mal geschickt. Level 23, 5 und 7. Ah, zermalmt. Jupp, haben wir. So. Ja, heute machen wir dann etwas länger. Heute machen wir nämlich die Arena. Ja, ihr seht richtig. Wir sind in der dritten Arena, der von Schleide. Waren ja vorher noch im KV aus. Haben uns ein paar coole TMs gekauft. Und jetzt müsste eigentlich nur noch diese eine Trainer hier sein, ne? Das ist ein Karate-Quartett. Verzieht einen Schlag im Namen der Hoffnung. Haja, für die Hoffnung! Ja, dann müssen wir es haben. Dann müssen wir die Trainer wegbesiegen, dann müssen wir das kleine Schieberätsel noch lösen. Und dann ist der Weg zurück der Arena wieder frei. So, du hast mal was anderes als ein Marschock. Zumindest er. Ja, doch, du hast allgemein. So, dann bist du jetzt Psychokinese. Ich weiß, das ist jetzt neutral bei mir, ne? So, Militär ist besiegt.
Level 31. Okay. Psycho Plus? Nö, brauchen wir nicht. Ludwig ist besiegt. Doch, jetzt gehen wir. Jetzt machen wir das. Jetzt halte ich mein Team noch schnell. Dann wechsle ich. Ich muss natürlich wohl auf Kramurks wechseln. Ich vermute das. Ich weiß nicht, mit was ihm startet. Ich weiß, was sie als letztes hat. Ich weiß nur nicht, was genau der Anfang ist von mir. Deswegen gehe ich auf Kramurks. So, jetzt müssen wir diese Schieberätsel lösen hier. Damit wir uns den Weg frei machen können zu der Arena-Leiterin. So, dann habe ich mir die rechte Seite komplett frei gemacht. Das heißt, ich kann jetzt da schieben. Gut. Das heißt, ich gehe jetzt wieder da runter, da durch. Und muss mal gucken, was die linke Seite für mich erwartet. So, rechts, da runter, da durch. Da habe ich dann schon geschrieben. Ich muss ganz oben noch was schieben. Und dann sollte das eigentlich passen. Jetzt muss ich das wieder zurücksetzen. Dann kann ich hier verschieben. Und dann sollte es eigentlich frei sein. Ja. Ist. Und damit sind wir bei Hilda. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Arenaleiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich es der Arenaleiterin geschafft habe. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und so die Rolle so gut ausfüllen, wie ich kann. Dann, wer kann kommen, wer will. Na gut, dann machen wir das doch. So, Arena darin Hilda mit 3 Pokémon. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, die erste Reihenfolge. Medici. Okay, dann ist es richtig, was ich vorher hatte. Dann ist es tatsächlich richtig. Ja, alles klar. Ich hatte nämlich Marshock erwartet. So, also. Level 27 ist dieses Pokémon, Kramos ist auf einer Flügelschlag und ja, zerlegt man ihn kurz dieses Medici in einem Zug. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, bevor das irgendwie groß Ärger machen kann. Na schon, weiter das Spielchen. Ich weiß, dass er das letztes hat. Ich weiß nur nicht. Aber gut, wird es wahrscheinlich wieder ziemlich kommen. Flügelschlag. Es reicht aber nicht, um Marshock zu schlagen. Das fällt es gerade. Dann ist das klar, dass wenn eine Flugattack-Pokémon kommt. Dass du in einem Felsgrab kommst. Du wirst natürlich jetzt ein Pokémon heilen. Nee, das nicht. Okay. Ich hatte erwartet, dass er tatsächlich heilt. Oh, oh. Gut, okay. Wir spielen das Spielchen jetzt anders. Weil jetzt kommt nämlich Lucario. Und deswegen werde ich Ponita einsetzen. Ponita ist ein Feuer-Pokémon. Ich werde versuchen, auf Feuerspuren zu gehen, wenn ich es packen kann. Nachdem, was dieses Pokémon vorhat. Weil, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Weil dieses Lucario ist ein Kampf Stahl. Äußerst gefährlich, äußerst schnell. Ich hoffe, dass es funktioniert, was ich vorhabe. Es setzt Kreideschrei ein. Okay. Nicht schlimm. Wenn A meine Attacke trifft und B ein bisschen Glück dabei ist. Meine Attacke trifft. Ja!
Das wollte ich eigentlich haben, dass es dann relativ zügig down ist, dass ich dann nicht, dass es nicht groß Ärger machen kann. Und wir haben ziemlich leicht, außer bei Mannschaft, ich muss für zwei Tage ansetzen, die Hilda in Grund und Boden gestampft. Das waren jetzt vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten. Mehr war es nicht. Wir haben es geschafft, die Leute. So, Polita erreicht Level 30. Sehr geil gemacht. Danke.